Assalamu alaikum und Sabah al-Khair, was guten Morgen heißt. Sabah al-Khair. Ich hoffe, es geht euch super und heute lernen wir Ad-Dhamma. Was ist Ad-Dhamma? Das auf Deutsch sagen wir U. Wie im ersten Wort hier, dieser komische Kreis da, über den Wow. Und wenn man alles lesen will, sagen wir U, Sie, Na. U, Sie, Na. Und bitte nicht die Zähne benutzen. Also wir sagen nicht Wu, Wu, sondern Wu. Wir benutzen nur die Lippen. Wu, Sie, Na heißt auch, er wurde gewogen. Und merkt euch, dass wenn das Wort ein Verb ist, das erste ein Dhamma hat und das vorletzte oder der vorletzte Buchstabe ein Kesra hat, ein I, dann ist es wurde so und so gemacht. Okay, das nächste Wort ist Ru, Si, Qa. Ru, Si, Qa. Und das nächste ist U, Di, Na. Okay. Eigentlich so zu lesen ist eigentlich nicht normal oder nicht okay, weil wir verlängern somit die Buchstaben. Und das merke ich auch bei den Kleinen immer, dass die das immer so lang verlängern. Uzina. Das nächste, Rusiqa. Rusia. 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 Uzira. Uzira. Uritha. Uritha. Was wurde geerbt heißt. Von Waratha. Und Irth. Ruwiya. Ruwiya. Was wurde überliefert heißt. Und dieses Wort müsst ihr diejenigen, die Hadith lernen oder die Überlieferung des Propheten lernen möchten, werden sich daran gewöhnen, dieses Wort öfters zu sehen. Weil man dann immer eine lange Kette hat und dann sagt man Ruwiya an Fulan bin Fulan und so weiter. Also es wurde überliefert von dem. Und der hat das gehört und der hat es von dem hier gehört und von dem hier gehört und so weiter. Das nächste Wort ist Wurida. Wurida. Juriha. Juriha. Rudifa. Rudifa. Kuthira. Kuthira. Ushiba. عُشِبَ عُظِيمَ عُظِيمَ. Und falls ihr, wenn ihr schnell liest, die Buchstaben nicht lesen könnt oder ihre Rechte nicht geben könnt, dann versucht es immer langsam, langsam und dann nachher schneller, schneller. Also jetzt zum Beispiel عُظِيمَ. So haben wir das jetzt jeden einzelnen langsam gelesen. Und auch Zeit gegeben, damit wir alles perfekt lesen können. Und mit der Zeit versucht ihr dann immer schneller zu machen. Uzima, Uzima. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Quriba, Quriba. Husina, Husina. Hushira, Hushira. Wuji. Da, wujida, was wurde gefunden heißt. Wusifa, wusifa. Und das wurde beschrieben. Wenn man zum Beispiel wasafa sagen würde, dann er beschreibt. Und wenn man wasf sagen würde, dann hieß es die Beschreibung. Die Buchstaben sind alle gleich, nur wenn man die Bewegung, die Harakat ändert, ändert sich auch die Bedeutung des Wortes. Shuri'a, Shuri'a. Jumi'a, Jumi'a. Hurima, Hurima. Hier ebenso. Hurima wurde verboten. Harama oder Harama hat verboten. Hudiya, Hudiya. Wurde rechtgeleitet.
Chu-ri-ja. Chu-ri-ja. Wurde rausgeschmissen. U-chi-da. U-chi-da. U-ji-ra. U-ji-ra. Ku-ti-ba. Ku-ti-ba. Su-ji-ra. Su-ji-ra. Ku-ti-la. Ku-ti-la. Du-ri-ba. Du-ri-ba. Du-ki-ra. Du-ki-ra. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt viel dazugelernt. Ich würde euch empfehlen, dass ihr das Video nochmal anguckt, langsam, langsam, und bevor ihr das hört, was ich sage, dass ihr versucht, selber zu lesen. Ich freue mich, dass ihr dieses Video euch angeschaut habt und dass ihr auch, ich hoffe, dass ihr auch die nächsten Videos euch anguckt. Und somit verabschiede ich mich von euch. Passt auf euch auf. Assalamu alaikum, ma'assalama, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.